Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wett. Und wir räumen jetzt hier einfach mal auf. Wir machen das so, wie wir das immer machen. Wo willst du hin? Ja. Da kommt direkt der Nächste. So, ich nehme erstmal hier weg. Oh, da kommt direkt noch einer. Hoffentlich klappt das so. Oh, sieht doch gut aus. Es lebe die Grafikfehler. Einfach mal draufhalten jetzt hier. So, die Kiste hier machen wir weg. Da können wir was trinken. Machen wir natürlich auch. Mensch, da fängt das Spiel gerade wieder an und man ist direkt wieder drin. Muss ich denn hier irgendwas kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Ich muss hier einfach nur langkommen, glaube ich. So, Speicher. Au. Was seid ihr denn für Typen? Engländer natürlich wieder. Okay, alles klar. So, den haben wir schon mal weggeknallt, den ersten. So, die können nämlich die Schüsse blocken. Ja, Junge, aber nicht mit mir, Junge. Ja. Mal zwei. Oh, Mann, ey. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das Spiel durch ist. Na, jetzt ist die Frau wieder sickig. Lass mal hier was gucken. Hier war nämlich Munition. Schwupps. Nehmen wir mit und wieder schwupps. Rubber. So. Ey, ihr seid eine Hunde. Du bist doch schon tot. Na komm schon. Jetzt mal ganz ehrlich, was geht hier ab im Moment? Ich sehe mich am Ende. Ich dachte, ihr wärt zäh. Oh wei. Das wird nix. So. Ich würde sagen, Mensch, bin ich gut. Wir warten jetzt einfach mal. Weil meine Energieleiste, die regeneriert sich zum Glück. Weil sonst wird das hier nichts. Ja, werd wieder voll. Werd wieder voll. Wie sieht das denn munitionsmäßig aus gerade? Voll sieht anders aus. Komm her, du Drecksack. So, haben wir den schon mal weg. Und da unten ist die nächste Türe, die machen wir direkt auch zu. Mach die restlichen Pipi-Männer platt. Machen wir. Ist doch kein Problem. So. Wir haben es geschafft. Wie viel Kohle haben wir denn? Ich weiß es noch nicht. Gehen wir da einfach mal gucken. 2786. Was haben wir hier? Schwertschaden. Nehmen wir. Perfekt. Und jawohl. Und jawohl. Weiter. So, dann gehen wir mal. Du Lustiger. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Ich höre schon wieder einen Affen. Aber... Ah, da ist er ja. Oh, wow, wow.
Ein Affe fehlt mir noch. Da können wir natürlich nicht durch. Ah ja, klar, das wird dann hier lang müssen, ne? Ah, da bist du. Hast du dich gut versteckt, ja? Da ist ein Whisky, brauchen wir aber nicht. Aber da, was ist das? Gucken wir doch einfach mal. Ja. Nein! Das ist doch jetzt mal echt ein Witz, oder? Nee, dumme Sau, ey. Ja, gut, okay. Oh, Grafikfehler lässt grüßen, ja. Jo, dann lass mal gucken, wie das da jetzt funktioniert. Diese Geschicklichkeitskacke, ey. So, der Affe ist weg, aber die Munition ist noch da. Jo, die nehmen wir mal natürlich direkt mit. Müssen wir uns dann, denke ich mal, da dranhängen. So, wir machen das wie eben. Schießen wir mal den Bauch weg. Und gehen mal gucken, was wir hier finden. So, also darüber müssen wir. Also ne, da sind wir und da hinten sollen wir hin. Klingt eigentlich einfach, weil hier ein Brett ist und wir springen müssen. Okay, alles klar, hab verstanden. Ja, und da wirst du direkt schon wieder beschossen, ne? Boah, was lebe ich dieses Spiel, ey. Ja. Schnell da rüber und... Bingo. Den mal die Rübe wegschießen und den mal aufschlitzen hier. So, super. Und beide platt. Ich hab gesehen, da hinten war eine Whiskyflasche. Ja, kommt hoch. Kommt ran. Kommt ran, ihr Wichser. Erstmal hier. Super. Na los doch. Sollen wir die nehmen? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen die einfach mal. Da können wir nicht hin, okay. Ich schieße da jetzt einfach mal rüber. Schießt euch doch selbst, dann sind wir schneller fertig. Weiß, das ist... Heg dich ab, du bist doch schon tot. Das ist total langweilig, aber... Okay, dann gehen wir halt jetzt rüber. Zack, 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 rum. Ah, du kleines Fetti. Dich kriegen wir auch noch. Was bedeutet, was spielt da eigentlich schon mal für eine Rolle? Ich weiß es gerade gar nicht. Na los, Schätzchen. Aber ich hoffe, dass wir da mal irgendwie langsam aber sicher dem Spiel, bei dem Spiel hier zum Ende kommen, weil meine Welt ist es nicht. Es brennt. Oh, jetzt kommt hier so eine Scheiße, ne? Wie waren das nochmal? So, ne? Und dann? Loslassen, denke ich mal nicht, ne? So war das, genau. So, dann hier an der Wand lang.
Oh, hoffentlich schaffen wir das und... Wow! Ja, treffen wir uns also wieder, mein kleiner Schatz. Ich glaube, eigentlich sind wir tot, oder? Ist der Jäger zum Gejagten geworden, nicht wahr? Was wirst du jetzt tun? Dich töten, ich kann dir das hier in den Rachen stopfen. Ach ja? Das könnte lustig werden. Und was dann? Dann zerre ich dran und wenn es rauskommt, hängt dein Magen dran. Und während du entsetzt auf deinen Magen starrst, der dir aus dem Mund hängt, verblutest du langsam innerlich. Dann kann dich überhaupt nichts mehr retten. Du bist ja wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Nein, ich bin stinksauer und will Antworten haben. Wo ist Pelham? Diese Schmerzen werden nur noch viel, viel schlimmer. Scheiße! Die gehen heute Nacht gegen Eckers vor. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's dir. Das ist alles, was ich weiß. Du bist ein jämmerlicher Mann, weißt du das? Ich sollte Mitleid haben. Ja, ja, bitte. Mitleid. Ich sollte. Hab ich aber nicht. Und wir haben wieder einen Erfolg bekommen. Kopf an Kopf. Super. Machen wir einfach mal weiter. Das warst du. Geschäft ist Geschäft. Nicht bös gemeint. Aber warum, mein Junge? Das tust du nicht! Sie ist hier. Verdammt. Na schön, Ruby. Komm raus. Ich weiß, dass du hinter mir her bist. Spiel doch wenigstens mit offenen Karten. Ist das nicht besser? Mano a mano. Tête à tête. Ich dachte, es wäre was Besonderes zwischen uns. Du bist wie ein Scheißhaufen in einer Punschschüssel, Ruby. Du musst einfach alles ruinieren, was schön, gut und süß ist. Töte sie, jetzt. Aber mach es langsam. Sie soll spüren, was mit dir geschieht. Wollt ihr mal Zeit, dass wir die eine Fotze jetzt platt machen können, wa? Na also. Wo bist du, du Freak? Hinter dir. Hast du Angst, dich zu stellen? Nein! Falsch! Shit! Oh, fuck you, ey! Wo bist du, du Freak? Hast du Angst, dich zu stellen? Wow, schon wieder verkackt, Mann. Boah, Junge. Wo bist du, du Freak? Missgeburten Hurenspiel, ey. Hast du Angst, dich zu stellen? Und dann dich zu stellen? Wow. Fotze, ey. Ja, wenigstens ändern sich die Knöpfe nicht. Mach die Schlampe da endlich mal nicht platt mit dir. Komm schon. Nicht so schüchtern, du Weichei. Ah, haben wir das wenigstens mal geschafft. Ah.
Nein! War doch Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Penner. Pech für dich. Du willst mich? Nimm mich. Willst du auch mein Geld? Hier. Nimm es. Du kannst mich. Nein. Du kannst mich mal. Jawohl, ja. Knapp vorbei. Ich weiß, du warst es nicht. Trotzdem, du warst ihn seinem Tod ausgeliefert. Ich hatte keine Ahnung. Unwissen ist keine Entschuldigung. Aber was du hier getan hast... Hör zu. Wir sind keine Feinde. Aber auch keine Freunde. Ja, kapiert. Haben wir es geschafft, endlich? Die lebt bestimmt noch. Oh, super. Wir haben dieses verdammte Spiel endlich durch. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich habe mir am Anfang gedacht, super Spiel vielleicht und tralala. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als so ein komisches, beschissenes Parcours-Spiel. Und ich bin verdammt froh, dass wir es endlich durch haben. So, ich lasse euch jetzt einfach mal mit dem Abspann alleine und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis die Tage.
border town, Mexico, wee. Hit the lasso, fat, fabulous in town. Batteries on for life. But they never drowns. Even bank of eyes looking for a different way. Use robot, get off the jet, only billet left. To the body hunt, chicken and way. Shop and kill, I slap and out. Billy Jean, you held his hand. Love and hit the ground, so you shot him down. Father's gun came out to play. Now the legend born, rebel with the ghost. Up and he go, forever.